Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijablos. Herzlich willkommen zu einem dritten Ramadan-Vlog. Wieder in der Küche. Nein, es ist kein Küchenvlog. Versprochen. Ich bin aber jetzt hier in der Küche, weil ich den zweiten Vlog hier beendet habe. Falls ihr den nicht gesehen habt, verlinke ich euch hier oben. Heute ist so viel geplant. Ich freue mich auf den Tag. Geplant. Ja, ich wünsche mir ganz viel heute für heute, dass ich es schaffe. Wenn nicht, dann ist das nun mal so. Und ich versuche euch heute mitzunehmen. Ich habe heute eine Unterstützung. Meine Freundin kommt mich gleich abholen. Wir müssen zur Uni. Also ich muss und sie hat einen Termin. Wir haben beide einen Termin bei derselben Dozenten. Und ja, ich muss zur Uni. Ich werde zur Uni fahren. Ganz, also nach 3 Monaten, obwohl ein bisschen länger, ne? Die letzten Schwangerschaftsmonate war ich ja auch nicht da. Ja, 3 Monate alt ist meine Kleine. Die Zeit verfliegt, Leute. Und ja, ich traue mich mal Step by Step wieder zur Uni und mal gucken, wie es klappen wird. Wie gesagt, ich habe eine Unterstützung. Heute wollen wir zur Moschee, heute wollen wir zur Terawih. Heute muss ich kochen, mein Mann kommt erst zu Iftar. Mal gucken, wie viel ich euch zeigen kann, wie sehr ich euch mitnehmen kann. Und ja, ob das jetzt überhaupt Sinn macht, an einem so stressigen und vollgepackten Tag einen Vlog zu starten. Dahingestellt, aber ja, hoffen wir mal, dass ich es irgendwie schaffe mit der Unterstützung und ja, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Erst muss ich aber hier den Einkauf, was mein Mann gebracht hat, gekauft hat, einräumen. Ich mache immer so Haufen Süßigkeiten, Vorratsdosen, Nudeln und Co. Kühlschrank und Kühltruhe. Und dieses Mal haben wir an Dosen gar nichts, sonst sind hier immer auch die Dosen. Ganz viel Schlagsahne, Mandelzucker kommt, wir bekommen Besuch, deswegen haben wir ein bisschen übertrieben, aber ich liebe es, ich liebe es. Meine Lieblings Halal Haribos sind die hier, also von dieser Marke, die hier. Dann kommt das, das ist auch lecker, okay. Sorry an alle, die jetzt fasten. Ich denke aber, ihr guckt alle das erst spät abends, oder? Und Leute, falls ihr einen türkischen Markt um die Ecke habt, schaut mal, ob ihr das hier findet. Das snacke ich auch super gerne. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis meine Freundin kommt. Und deswegen, ich dachte mir, wir packen meine Tasche und ich zeige euch, was ich alles mitnehme. Nur Uni-Edition sozusagen. Also Wickeltasche, Uni und für mich sozusagen eine Tasche mit Ersatzkleidung. Ihr Zweiteiler, Body und eine Mütze kommt mit. Ich liebe den Zweiteiler, kann ich euch unten in der Infobox verlinken. Dann kommt eine Tasche mit Wickelzeug mit. Und zwar Wickelunterlage, ganz viel Windeln. Hatte ich nur noch den hier da, der ist zu groß. Sonst nehme ich immer so kleine Packung Feuchttücher mit. Die beiden. Ihr seht, die Tasche ist noch nicht voll. Zum Vloggen kommt meine GoPro. Oh, die Karte muss ich noch einsetzen. Mit rein. Ein Spielzeug für die Kleine, mein Stilltuch, womit man richtig schön draußen stillen kann. Sie hat heute gelb an. Mein Brillenetui, da packe ich auch jetzt meinen Lippenstift mit rein. Notizblock und Kalender und Stift ist hier mit dabei. Portemonnaie, Tempo und ein Lipgloss. Lipgloss kommt wieder hier rein. Voila, das ist die fertig gepackte Tasche. Und das muss ich jetzt auch abschneiden. Wir warten auf meinen Freund. Leute, ich bin jetzt schon schweißgebadet. Weil sie wach geworden ist. Kleine schläft, Leute. Drückt mal die Daumen. Ist zu Ende. Wir gehen jetzt raus. Man konnte hier perfekt stimmen, Gespräch führen. Also es hat geklappt. Okulador, ich denke, dass es heute klappen soll. Und es ist gut, aber die ist jetzt quengelig. Wir gehen nach Hause. 39. Warte, was geht denn? Wo sind wir jetzt gerade, Assender? Max Lodemmer.
Also nachdem ich eine halbe Stunde hier stehe und versuche sie schlafen zu legen, also sie zu beruhigen, hat es geklappt und ja, mental bin ich aber, ich habe noch gar keine Stände mir angeschaut. Es sieht heute sehr voll aus. Die Moschee ist so schön. Kann ich euch zu 100% empfehlen, aber ja, ich werde jetzt euch einfach nur ein paar Eindrücke zeigen und ich melde mich einfach morgen. Also das war mir einfach zu viel, Leute. Schade, dass das zu spät ist, ne? Hey, wie geht es euch? Ich habe euch gestern nicht allzu viel gezeigt. Eigentlich, ja, nach ein paar Stunden. Wir waren wirklich extrem lange dort. Und im Nachhinein habe ich die Kleine doch verstanden, weil wir haben es echt überstrapaziert. Wir waren von 8 bis fast 12 Uhr dort. Also, ja, die Kleine hat dementsprechend zwischendurch geweint, geschrien und wollte nicht mehr. Und wir hatten aber genug Platz, wo ich die Kleine stellen konnte. Ja, im Nachhinein, als meine Freundin dazugestoßen ist, hatte ich doch ein bisschen Spaß, aber es war sehr stressig mit der Kleinen. Ja, ich kann euch das extrem empfehlen, falls ihr was Leckeres essen wollt oder was Cooles kaufen wollt. Ich hätte super gerne einiges gekauft, aber ich habe nur 2 Sachen mitgenommen, eigentlich 3. Zeige ich euch gleich. Sonst habe ich eigentlich nichts mitgenommen, weil die Kleine, während wir shoppen wollten, wach war. Und ja, ich wollte sie jetzt nicht ärgern. Meine Freundin hat richtig schöne Abayas gekauft. Ich weiß nicht, heißen die Jilbab, die für Gebetsbekleidung, was man auch so draußen oder in der Moschee tragen kann. Sie hat sehr schöne Farben gekauft und da hatte ich auch ein paar im Visier. Aber wie gesagt, ja, weil ich jetzt keine Zeit hatte, konnte ich nichts kaufen. Aber ich glaube, ich werde die Tage nochmal dahin fahren und mir ein Gebetsoutfit kaufen, ganz viele Kopftücher. Und ja, mal gucken. Ich zeige euch gleich. Ich mache so gleich ein Mini-Haul. Ich fand am meisten, an dem Tag, als wir dort waren, war es richtig schön voll. Das hat mir eigentlich gefallen. Ich finde es schön, es gibt so ein Feeling. Wenn es leer ist, gefällt es mir nicht. Und ich glaube, die Moschee. Wegen der Moschee mochte ich das Feeling sehr. Also ich kann euch empfehlen, falls ihr noch Zeit habt, dahin mal zu fahren. Es muss nicht unbedingt zu Iftar sein, weil zu Iftar kann es chaotisch sein, dass man zu lange vielleicht wartet, ich weiß nicht. Aber ich muss auch sagen, letztes Jahr war ich aber auch bei gar keinem Fest in Ramadan. Deswegen hat mir das vielleicht dieses Jahr so gefallen. Ja, im Nachhinein hat es mir doch gefallen, wollte ich nur hier kurz sagen. Und heute kommt meine Schwester. Wir haben schon alles vorbereitet. Ich zeige euch mal, was ich gestern alles gekauft habe. Hey, ich wollte euch die 2 Sachen zeigen. Gestern habe ich es nicht geschafft. Meine Schwester war dann doch ein bisschen früher da. Und ja, jetzt habe ich die Zeit gefunden und zeige euch mal, was ich gekauft habe. Es sind nur 2 Kleinigkeiten. Und zwar habe ich einen Koran gekauft, Kurane Kerim. Eine Seite ganz normal zum Lesen, auf der anderen Seite auf Türkisch übersetzt, mehr sozusagen. Okay. Einmal das hier für 15 Euro, den hatten die auch in groß. Meine Freundin hat das auch gekauft, aber sie hat etwas anderes. Also man konnte zwischen ganz vielen verschiedenen mehr als aussuchen. Entweder waren die auf Türkisch übersetzt, Deutsch übersetzt, aber auch anders. Müsst ihr mal reinschauen. Ich habe versucht, so gut wie möglich ein paar Sachen aufzunehmen. Des Weiteren habe ich hier so eine kleine süße Kette für meine Tochter mitgenommen. Kehibab-Tasche, auf Deutsch heißt es Bernstein. Und ja, eine Halskette, damit sie jetzt schon das tragen kann. Der Opi, der Verkäufer war so süß, der hat mir das so schön erklärt. Er selber hat das seinem Enkel geschenkt und der hat das wohl, seit er 3 Monate alt ist, immer angehabt. Und es ist so wirklich seine Sache, dass er lässt niemanden dran und ja. Er ist damit sozusagen verschmolzen und eins geworden. Fand ich sehr süß. Und wenn man im Internet reinliest, dann könnt ihr lesen, wie
wie wirksam und wie heilend Bernstein an Babys oder allgemein an Erwachsenen ist. Und ja, ich fand das sehr schön. Das werde ich ihr die Tage dran machen. Dafür habe ich 15 Euro bezahlt. Ja, und dann waren wir die Tage auch in Primark. Da habe ich auch der Kleinen was gekauft. Nur der Kleinen. Ich habe auch einen Primark live gedreht. Aber leider nur für in der Home-Abteilung. Es war gar nicht schlau an dem Tag. Waren Feiertage. Jeder hatte seinen Lohn bekommen. Dementsprechend war es rappevoll. Und ja, erst später habe ich verstanden, warum. Deswegen war ich nur in der Home-Abteilung, habe da so gut wie möglich alles, wirklich alles, nicht nur Neuheiten, sondern alles für euch abgefilmt, kommt hier nach online. Und dann war ich noch in der Baby-Abteilung, da habe ich euch aber auch im Video nochmal gefragt, aber ich kann euch jetzt hier auch nochmal fragen, habt ihr Interesse an einem Baby-Live, Primark-Live-Shopping, nur in der Baby-Abteilung, nicht Kinder, sondern nur in der Baby-Abteilung, weil ich die Tage dahin nochmal gehen möchte. Falls Interesse ist, werde ich dann dort auch ein Baby live abdrehen. Starten wir direkt erst mit dem süßen Kleid hier. Lila steht ihr extrem, das ist ihre Farbe. Ich habe das wirklich in ihrer jetzigen Größe gekauft. Das steht 0 bis 3, also 62. Das wird ihr jetzt sehr gut passen. Ich würde ihr einfach ein Langarmshirt darunter anziehen. Und sie hat sehr schöne Haarbänder in Lila. Wie gesagt, das ist ihre Farbe, steht ihr extrem. Also Hautfarbe passt extrem. Hierfür habe ich 10 Euro bezahlt. Schaut mal, sieht so aus. Und ich finde, vom Stoff her sieht es auch sehr hochwertig aus. Da steht auch sogar 100% Cotton drauf. Und dann kommen wir zu dem nächsten Zweiteiler. Auch Baumwolle-Zweiteiler. Ich fand das auch vom Stoff sehr süß. Die Farbe weiß ich gar nicht, ob ich in dieser Farbe noch einen Haarschmuck habe. Hoffentlich ja, aber ich denke schon. So ein Zweiteiler für 12 Euro. Hier werde ich auch die Tage erstmal Langarm darunter ihr anziehen. Aber ja, im Sommer und wenn es ein bisschen wärmer ist, dann wird sie es mit dem Body hier kombinieren. Auch sehr süß mit dem Blümchen. Schaut mal hinten, vorne. Und ja, 12 Euro. Dann konnte ich auch nicht an der Schuhabteilung weg, ohne etwas mitzunehmen, Leute. Das ist so süß. Einmal hier diese Winterschuhe, also Pantoffeln nenne ich mal so. Extrem süß, auch jetzt in ihrer jetzigen Größe. Extrem klein für 7 Euro. Das ist die Größe 16. Ich glaube, das ist die kleinste Babygröße, oder? Weil hier steht auch 0 bis 3 Monate. Und dann habe ich auch noch das hier. Ach, mein Gott. Für 4 Euro, der war im Sale. Der war reduziert von 7 auf 4. Schaut mal, da habe ich eine etwas größere Größe mitgenommen. Das ist die 17, also 3 bis 6 Monate. Ich dachte mir, mit nackten Füßen wird das einfach zu süß aussehen. Und dann so ein Sommerkleid. Extrem. Das war es auch schon, was ich mitgenommen habe für die Kleine. Dann habe ich so einen Kissenbezug. Das Einzige, was ich für mich mitgenommen habe, obwohl für die Wohnung auch nicht für mich. Die Frauenabteilung habe ich mir gar nicht angeschaut, wie gesagt, weil es zu voll war. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal mit der Kleinen ganz früh dahin zu fahren, wo es noch leer ist. Da waren nämlich ganz schöne Fashion-Teile, aber naja. Da habe ich das hier mitgenommen für die Wohnung. Das ist genau der Ton von unserem Sofa, so ein Turbton, kein Beige, kein Grau, so ein Zwischenton. Und ja, das sind so Kissenhüllen. Das ist normalerweise ein Dreierpack, aber es sind jetzt aktuell nur noch zwei, deswegen waren die auch reduziert von 14 auf 7 Euro. Das sind 43 mal 43 cm. Ja, Mädels, das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, mein Vlog Nummer 3 hat euch gefallen. Falls ja, kommt dann Nummer 4 die Tage online. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Heile Ramazanlar. Und bis zum nächsten Mal. Eure Hijabflaus.